Dankeschön. Also meine Einleitung wurde schon bereits übernommen. Das ist tatsächlich ein interessantes Thema, Altkartenanalyse für einen nachhaltigen Klimaschutz. Und wie schon erwähnt, zwei Institute arbeiten an diesem Projekt. Meine Kollegen sind vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. André Hartmann ist eine wichtige Person in diesem Projekt, weil er ein Plugin für QGIS entwickelt hat, mit dessen Hilfe man Automatisation unterstützt, überhaupt historische Karten auswerten kann. Hendrik Herold ist ein richtiger Experte in diesem Thema. Er hat zu diesem Thema promoviert und er ist der Projektkoordinator beim IÜR. Mein Name ist Esther Kisch und ich bin die Projektinitiatorin und Koordinatorin beim BKG. Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen. Dieses Zitat von Winston Churchill haben wir als Leitfaden für unser Projekt gewählt, weil wir der Meinung sind, dass dieser Gedanke im Prinzip, dass das ganze Grundprinzip des Projektes sehr gut kompakt zusammenfasst. Historische Karten kann man in Zeitreihen ordnen und diese Zeitreihen können zum Verständnis unterschiedlicher Entwicklungsprozesse herangezogen werden. Denken Sie mal an die Siedlungsentwicklung oder die Entwicklung der Verkehrsnetze oder die Veränderung der Küstenlinien oder wie in diesem Projekt an den Landwandel. Und dies wurde bereits nicht nur von der Forschung entdeckt, sondern auch die öffentlichen Stellen haben Bedarf an solchen Zeitreihen. Und dies hat im Prinzip den Startschuss für das BKG gegeben, um überhaupt so ein Projekt zu initiieren. Hiermit habe ich auch schon ein bisschen Einblick in die Grundidee gegeben. Sie werden aber auch noch weitere Hintergrundinformationen bekommen, konzeptionelle Überlegungen, aber auch Herausforderungen werden dargestellt. Aber wie schon erwähnt, eigentlich der Hauptfokus des heutigen Vortrags liegt auf der Plugin-Entwicklung und wird vom André Hartmann vorgetragen, beziehungsweise konzeptionelle, strategische und methodische Überlegungen und ein bisschen Ausblick, was man in dem Projekt noch zu erwarten hat, wird Hendrik vorstellen. Die menschlichen Eingriffe in die Umwelt haben sehr starke Folgen. Wie wir wissen, ist das Endergebnis letztendlich der Klimawandel. Diese starke menschliche Einflüsse sind sehr stark seit der industriellen Revolution. Und ich denke hier nicht nur an die Einflüsse der Industrialisierung, sondern tatsächlich die Landnutzung beeinflusst auch bestimmte Klimaelemente und hiermit dann auch hat eine Wirkung auf das ganze Klima. Dies ist eigentlich sehr wohl bekannt. Umso verwunderlicher ist es, dass eine Untersuchung, Langzeituntersuchung, diese Faktoren flächendeckend für Deutschland oder für größere Regionen, also für einen Kontinent, bisher von den Erdsystemwissenschaften noch nicht in die Modelle eingebaut wurde. Und dies ist eine Sache, was wir halt unterstützen möchten. Also wir möchten die Klimaforschung mit solchen Daten unterstützen. Aber nicht nur die Klimaforschung, sondern konkret auch den Klimaschutz. Und zwar, es ist auch wohl bekannt, dass Moor- und Feuchtgebiete bzw. alte Waldgebiete bedeutende Kohlenstoffsenken sind und deswegen fokussieren wir uns in diesem Projekt auf die Kartierung von solchen Gebieten. Und unser Projekt ist im Sinne von Open Data, Open Source am Ende offen bereitgestellt, sowohl die Daten als auch die
die entwickelten Methoden. Aber wie kann man denn eigentlich überhaupt an diese Landbedeckungsdaten kommen? Darüber werde ich halt Ihnen auch noch was erzählen. Jetzt erstmal die Finanzierung des Projektes. Das ist ein Projekt, was jährlich finanziert wird. Wir haben vorletztes Jahr in August angefangen und das ganze Projekt dauert bis 2027. Momentan befinden wir uns in einer Machbarkeitsstudie und das große Projekt, sage ich mal, fängt in der zweiten Hälfte dieses Jahres an und wie schon erwähnt, dauert bis 2027. Und hier diese Folie zeigt sehr gut, wie die beiden Institute zusammenarbeiten. Wir müssen irgendwie an diese Informationen kommen von der Landbedeckung. In den letzten Jahrzehnten kann man solche Informationen von Satellitendaten gewinnen. Die sind flächendeckend und Informationen sind objektiv. Davor waren die Luftbilder, auf die man zurückgreifen kann. Aber bevor diese Fernerkundungstechnologien entstanden sind, waren im Prinzip die topografischen Karten die wichtigste Informationsquelle. Wir achten schon darauf, dass wir Landesaufnahmen in dem Projekt auswerten, die eine geodätische Basis haben, also auf trigonometrischen Vermessungen basieren und eine gewisse Informationsgehalt. Das heißt, wir bewegen uns in dem Maßstabsbereich Größe gleich 1 zu 100.000. Es trifft sich sehr gut, also diese Intention vom BKG trifft sich sehr gut mit dem Vorhaben vom IÖR, weil das IÖR einen sogenannten IÖR-Monitor führt, der die Siedlungs- und Freiraumentwicklung dokumentiert und bereitstellt. Und hier möchte ich dann auch das Wort weitergeben an meinen Kollegen. Vielen Dank. Ich versuche das mal so zu halten, das Mikro. Ich freue mich auch, Sie alle begrüßen zu dürfen. André Hartmann, mein Name. Ich habe einen beruflichen Bias aus der Kartografie, jetzt aber eben schon seit vielen Jahren auch mit der Vertiefung in der Geoinformatik. Die Abbildung will ich noch kurz aufgreifen, weil die zeigt aus meiner Sicht sehr gut, was wir, also leider zu kleinen Bildern, aber was wir in der Altkartensammlung für unterschiedliche Herausforderungen haben. Auf der rechten Seite sehen Sie digitale Geodaten. Das ist das, was den allermeisten wahrscheinlich hier das tägliche vom Umgang her am bekanntesten ist. Auf der linken Seite aber einfach den sehr diversen Bestand von Kartenwerken, die einfach auf Papier vorliegen. Das sind ja quasi Kunstwerke. Wir haben es mit Entstehungszeiten zu tun, mit Aufnahmezeitpunkten, die nicht mit dem Veröffentlichungszeitpunkt übereinstimmen müssen, mit unterschiedlichen Koordinatenreferenzsystemen, schlichtweg kartografische Darstellung, die sehr handwerklich und häufig einfach persönlich, individuell, stilistisch unterschiedlich sein kann. Unterschiedliche Maßstäbe natürlich. Verschiedene Ersteller und Erstellungsmethoden habe ich gerade genannt. Letztlich ist ein wichtiger Punkt, der dann auch schon wieder das Thema offene Daten, Geodaten streift, die Auffindbarkeit und Verfügbarkeit dieser Kartenwerke als Herausforderung und dann eben, wenn wir die digitalisierte Form vorliegen haben, wenn wir vielleicht einen Kartenscan uns anschauen können, dann haben wir einfach unterschiedliche Datenformate, metrische Qualitäten des Scans oder der Wiedergabe als Bilddatei, unterschiedliche Metadaten, die vorliegen können oder nicht, letztlich die Semantik, die diesem digitalen Geodatenmodell hinterliegt, ist auch was eine Herausforderung ist. Bearbeitungsstufen umfassen für mich den ganzen Prozess von die Karte wird gescannt oder fotografiert, ist irgendwie referenzierbar oder messbar als Bild vorliegend. Das können unterschiedliche Bearbeitungsstufen aus diesem Digitalisierungsprozess sind da zu beachten. Diese Herausforderungen habe ich dann
ja, die definieren eben so einen Anforderungskatalog und letztlich müssen für verschiedene Fragestellungen und Aufgaben einfach unterschiedliche methodische Ansätze gesucht werden. Einfach die Fragestellung, lassen sich automatisiert Metadaten erstellen, lässt sich die Farbinformation der Karte irgendwie schon so herauslesen, dass wir das in Metadatenformaten ausgeben können. Nicht immer ist eine zweifarbige Karte in der Bildwiedergabe tatsächlich nur mit zwei Farben wiedergegeben. Also da gibt es Mischpixel, wenn man sich das, wenn man das versucht auszuwerten, und letztlich aus dieser Fragestellung ergibt sich aber auch, okay, könnte man eine Farbraumseparation dieses Bildes machen und da Inhalte extrahieren. Wenn man sich überlegt, man hat einen großen Ordner mit ganz vielen gescannten Kartenwerken, dann ist das schon was, was man gerne in den Metadaten wahrscheinlich schon, also vorliegen hätte, welche Farbinformationen und Farbinhalte sind da gespeichert. Textinformationen gehören auch für mich zu diesen, ist vielleicht im Kartenspiegel, im Kartenrahmen genannt, was ist überhaupt dargestellt, welcher Maßstab lässt sich eventuell herauslesen. Das gehört für mich in diesen Bereich der automatisierten Metadatenerstellung. Der, um den es jetzt in diesem Vortrag mehr gehen soll, ist die Extraktion der Karteninhalte speziell. Und da jetzt habe ich mal nicht direkt KI genannt, sondern einfach nur Computer Vision. Der Bereich des Template-Matchings ist der, den ich jetzt hier schwerpunktmäßig darstellen will. Aber wie gesagt, Flexibilität, methodische Ansätze, alles, was ich jetzt zum Template-Matching und mit diesem Plugin vorstelle, beinhaltet letztlich auch noch die Erweiterung um die Farbbildseparationen und ja, die DNNs, die dann auch da noch erweitert werden. Und letztlich der Export der Ergebnisse betreffend automatisierte Erstellung von offenen Datenformaten und wie lassen sich Metadaten strukturiert dann einfach exportieren, wenn ich da einmal diesen ganzen Prozess und durchlaufen lassen habe. Genau, und diese Anforderungen, ja, ich hatte dann irgendwie die Idee, okay, vielleicht lässt sich das clever in einem Plugin zusammenfassen. Genau, und damit ging es dann an die Nähmaschine. Das Template-Matching, auf das ich jetzt hier mehr eingehe, ist jetzt nicht direkt ein künstlicher Intelligenzansatz. Es ist eigentlich ein mathematisches Verfahren, was Differenzen oder Kreuzkorrelationen zwischen einem kleinen Beispielbild und einem größeren Kartenbild in dem Fall errechnet. Natürlich geht das mit allen Bildern, für die man Templates irgendwie generieren will, Katzen oder ich glaube bei OpenCV, bei dieser Bibliothek, auf die ich dann eingehe, ist es zum Beispiel in einem Beispiel-Tutorial Messi, der in einem größeren Foto gesucht wird. Idealerweise funktioniert das Verfahren sehr gut für Karten, die einen definierten Zeichenschlüssel haben, der, wenn man sich diesen Ordner der verschiedenen Scans vorstellt, auch relativ einheitlich durchgezogen wird, wo es nicht so große stilistische Abweichungen gibt in diesen Zeichen. Denn es werden einfach Bibliotheken angelegt von diesen kleinen Templates, die dann über die Karten wandern. Diese Kurzfassung des Workflows ist also, dass ich einen Template-Katalog erstelle. Und ich war überrascht, wie wenig Templates ich tatsächlich brauche, um ein relativ großes Gebiet damit zu bearbeiten. Das ist im Vergleich zu einem künstlichen Intelligenzansatz, wo man ja häufig das Problem hat, einfach die Trainingsdaten und die Lerndaten zu bekommen, fand ich das tatsächlich einen Vorteil. Das heißt, ich habe diesen Template-Katalog für eine bestimmte Landnutzungsklasse und jedes dieser Templates wird über jedes Kartenbild, das als Scan vorliegt, geschickt. Und die Gesamtheit aller Fundorte, darauf gehe ich gleich noch ein, die wird als Binärmaske exportiert und das Ganze dann, das läuft noch extern quasi, das sind die externen Funktionen dieses ganzen Plugins und in QGIS selber wird dann die Konvertierung in Vektordaten und die semantische Erweiterung durchgeführt. Das ist ein wichtiger Schritt daran. Oh je, okay. Genau, ein Vorteil ist, dass das Template-Matching unabhängig von der Georeferenzierung möglich ist. Hier kurz eine Darstellung, wie man sich das vorstellt. Unten könnt ihr diesen Katalog sehen an kleinen Templates. Das sind ist jetzt nur ein kleinerer Teil, aber letztlich sind das nicht mehr als 30 Templates, die ich jetzt für in dem Fall die Messtischblätter verwendet habe. Ihr könnt sehen, ich habe das
Verfahren für Messtischblätter im Maßstab 1 zu 125.000 getestet und für bayerische Flurkarten, also alles historische Kartenwerke, das sind Sachen, die sind jetzt nicht in dem Sinne, also Alkis oder so, das waren einfach wirklich Flurkarten von 1930 und die Messtischblätter haben den Erstellungszeitraum von 1872, glaube ich, bis 1915. Genau, und je nach Karteninhalt verschiedene Templates. Links dieser Katalog, rechts schon in der Mitte diese gefundenen Stellen für Mischwald, also Laubsignatur, Nadelsignatur und dann ganz rechts die semantische Erweiterung, wo ihr sehen könnt, dass die Waldflächen schon durch eine konvexe Hülle und Pufferung abgegrenzt sind in dieser Beispielkarte. Genau, diese semantische Erweiterung ist einfach diese Fundstellen, die werden vektorisiert, gepuffert, dann muss man, weil ich es als Shape in dem Workflow laufen lasse, natürlich die Geometrieattribute erzeugen. Diese zusammengepufferten Einzelsignaturen werden dann aufgelöst geometrisch und dann kann ich nochmal eine Filterung machen anhand der Größe, dass ich Einzelbäume rausbekomme. Und der letzte Schritt ist eigentlich ein ganz wichtiger, weil sich da auch nochmal ein bisschen die Genauigkeit ändert. Wir hatten das vorhin gerade in den coolen Talks von über diese KI-Gebäudedetektion. Die konvexe Hülle, die quasi diese gepufferten Waldflächen umspannt, die hat natürlich dann, da werden bestimmte Dellen in dieser Fläche raus abgegrenzt. Im Gegenzug ist die Pufferung oft genauer, allerdings auch wieder teilweise werden nicht alle Flächen erfasst. Also da gibt es einen kleinen Trade-off in diesen beiden Wegen. Genau, deswegen ganz kurz jetzt hier dieses Plugin. Ich hoffe, das ist ein bisschen erkennbar. Das hat im Moment diese Struktur, das ist die Bildinformation, die Farbinformationen im linken Tab abfragen kann. In der Mitte, das, was ich jetzt gerade erläutert habe, dieses Template-Matching. Im Hintergrund könnt ihr ein Ergebnis nochmal sehen. Ein Parameter des Verfahrens ist, wie groß der Unterschied zwischen Template und Fundstelle sein darf. Das kann man dort noch einstellen. Und was noch implementiert werden muss, ist eben dieses Verfahren der Abgrenzung, dass es einfach wählbar ist durch die nutzenden Personen. Und letztlich auf der rechten Seite als Tab der Metadaten-Export, wenn das gewünscht ist. Das ist jetzt natürlich noch im Entstehen. Die Motorhaube ist quasi noch offen. Von daher kann ich erstmal die bisherigen Erfahrungen und den Ausblick geben, dass diese Schritte zeitintensiv sein können. Ich habe gelernt, dass ich da auch QGIS Task verwenden kann, um diese Hintergrundprozesse zu implementieren. Als Einstellungsmöglichkeiten muss ich im Menü noch diese verschiedenen Template-Matching-Verfahren implementieren. Im Moment ist es normierte Kreuzkorrelation, aber es gibt bei OpenCV noch 5 andere. Und die Auswahl der Abgrenzungsgeometrie wird noch implementiert. Ich fand, und da, wenn ich ein Mikro in der Hand habe, kann ich das mal sagen, also danke an die ganze Community, die das so entwickelt, QGIS, und die Plugin-Möglichkeiten, das ist mehr als ausreichend bis jetzt gewesen für meine Zwecke, also danke. Und die Methoden werden erweitert und der Code und die Ergebnisdaten werden zukünftig veröffentlicht. Und an der Stelle kann ich an Hendrik übergeben. Ja, danke André. Noch ganz kurz ein Fazit und Ausblick. Das geht wirklich ganz schnell. Von meiner Seite, die Folie habt ihr schon gesehen. Die Automatisierung wird uns hoffentlich helfen, hier in die Vergangenheit so weiter voranzukommen. Im Moment sind wir irgendwo in dem Zeitraum. Es wird natürlich nach hinten immer schwieriger, auch von der Datenheterogenität und so weiter. Ein Anwendungsfall ist eben dann die Historisierung der aktuell entstehenden digitalen Zwillinge, eventuell auch für ganz Deutschland des digitalen Zwillings Deutschland. Und erste Schritte haben wir hier schon seit einigen Jahren unternommen. Bis zum Jahr 2000 findet ihr hier schon Landnutzungsdaten sehr fein aufgelöst im jährlichen Rhythmus als Open Data in unserem Forschungsdatenzentrum, was sich gerade im Aufbau befindet. Hier sind die Links. Damit noch ein ganz kurzes Fazit. Wir sehen einfach eine steigende Nachfrage nach historischen Daten. Ich habe das mal als Big Historical Geodata bezeichnet, also als Big Data der Vergangenheit. Ganz viele Anwendungsfälle gibt es dafür. Was wir aber sehen, es ist eben eine echt komplexe Aufgabe, deswegen ist sie auch noch nicht gelöst, obwohl mindestens seit den 60er Jahren daran geforscht wird, tatsächlich.
Wir müssen noch viel weiter in die Verfahrensevaluierung kommen. Da ist die Frage der Referenzdaten wie auch Trainingsdaten für weitere Klassen und Anwendung von Deep Learning-Verfahren. Skalierbarkeit ist zu testen der Verfahren. Die Georeferenzierung ist immer noch eine große Herausforderung. Viele Bibliotheken geben schon referenzierte Karten heraus, aber da ist noch ganz viel zu tun. Vieles existiert da noch in Schränken, viele Schätze, die sind da noch zu heben. Ganz wichtig ist uns auch der Austausch mit zukünftigen Nutzenden der Daten. Insofern besucht uns gern auch am Stand des BKG. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den wirklich sehr interessanten Vortrag. Es sind auch ein paar Fragen eingetrudelt. Und zwar die wichtigste Frage, die vielen unter den Fingernägeln brennt, ist, ob man euer Plugin auch für Georeferenzierung von Bildern oder gescannten Karten einsetzen kann oder ob es da unterstützen kann. Tja, also das wäre sicher der Wunsch, aber man müsste, also wir haben das technisch auf eine andere Weise schon gelöst, man kann das nur an bestimmten, für bestimmte Kartentypen wirklich implementieren. Eine generische Lösung gibt es noch nicht. Wenn die Karten relativ standardisiert sind, funktioniert das recht gut. Wir haben das zum Beispiel mit den Karten, topografischen Karten der DDR gemacht. Da konnten wir auf 70-80% der Karten wirklich automatisiert georeferenzieren. Alles, was weiter davor ist, ist extrem schwierig. Aber klar, die Toolbox an sich, das Plugin könnte diese Funktionen enthalten in Zukunft. Na, beziehungsweise, ich weiß nicht, was von den hauptentwickelnden Personen bei QGIS letztlich für Bordmittel noch bereitgestellt werden. Also ich will denen auch nicht die Arbeit da wegnehmen müssen. Nee, das ist, bis jetzt ist es automatisiert, wie Hendrik gemeint hat, gibt es bestimmte Anforderungen an die Karten, um das umzusetzen. Bis jetzt sind die anderen Punkte, die ich in den Folien hatte, für mich erstmal noch prioritär, dass die in das Plugin kommen und dass es dann auch, ja, wenn wir es veröffentlichen, erstmal so vorliegt. Und ja, in QGIS selber kann man ja auch Passpunkte setzen. Ja, und das war schon eine gute Überleitung. Punkto Veröffentlichung. Wann kann man das Plugin nutzen und ist es schon veröffentlicht? Nee, das ist noch nicht veröffentlicht. Wie gesagt, da ist noch viel aus meiner Sicht dran zu tun, aber ich denke, wir haben mit dem IOR auch im Forschungsdatenzentrum, was Hendrik angesprochen hat, in diesem Jahr auf jeden Fall erste Daten veröffentlicht und auch den Code in den nächsten Wochen auf den eingängigen Repositorien. Das wird dann da freigeschalten oder bekannt gegeben. Ja. Wunderbar. Und eine Frage können wir noch. Wie gut funktioniert die Erkennung von Gewässern? Das haben wir tatsächlich noch nicht so getestet, aber jetzt ein Beispiel hier, die wir hier oben sehen können, da kann das recht gut funktionieren, wenn sie in einer Volltondarstellung repräsentiert sind, dann kann das sogar sehr gut funktionieren. Es gibt allerdings auch Kartenlayouts, wo es keinerlei Signatur gibt für die Gewässer, dann wird es sehr schwierig. Also es hängt enorm, die Qualität hängt enorm von der Repräsentation in der Karte ab. Ja, vielen Dank. Es gibt noch ein paar Fragen, aber ich glaube, wir müssen so langsam, wenn ich auf die Uhr gucke, Schluss machen. Von daher noch einmal herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Vielen Dank.